Ich finde das ein bisschen schade, dass die Musik ausgeht, wenn ich das, wenn ich aus dem Spiel raus habe. Kann man SnowRunner alleine spielen oder wird es nach einiger Zeit langweilig? Weiß ich nicht. Ich habe es noch nicht so viel gespielt. Wir haben erst eine Folge aufgenommen. Pizza Mate! I'm crying. Und Dankeschön, Mr. Gooby. Auch für deinen Sub. LKWs? Nein, nicht LKWs. LKW natürlich. Ich entschuldige mich. Okay, also. Das Spiel funktioniert so. Finde ich eigentlich ganz witzig. Du hast eine Map. Wir sind jetzt hier in Michigan beispielsweise. Ja. Also hier ist das Tutorial eigentlich. Und da musst du für das Tutorial hier zu so einer Werkstatt fahren. Ich habe die Map noch nicht so wirklich erkundet. Ja, das hat so ein Ubisoft-Prinzip. Wenn du zu diesen Wachtürmen fährst, dann deckt das die Welt auf. So, und die Welt hat halt viele Orte, wie die Werkstatt hier oder hier den Sägewerk und hier die Farm und so weiter und so fort. Und du hast halt unterschiedliche Aufträge hier, die du erfüllen kannst, musst, wie auch immer. Dadurch kriegst du halt Geld. Und dann kannst du neue Trucks freischalten und so weiter und so fort. Die Problematik ist halt, du musst eigentlich nur Sachen von A nach B bewegen. Aber wie ihr morgen auch in der Folge sehen werdet, ist das nicht so leicht, weil die Straßen entweder kaputt sind oder sehr matschig oder wie auch immer. Deswegen, morgen werden wir viele Probleme haben. Ja, Bram, Sepp und ich in der Folge, wie ihr sehen werdet. Deswegen habe ich mir gedacht, es wäre vielleicht erstmal smart, die Map ein bisschen zu erforschen, Upgrades einzusammeln und die besten Wege von A nach B herauszufinden. Das ist der Plan. Lohnt sich SnowRunner deiner Meinung nach? Keine Ahnung, so lange habe ich es noch nicht gespielt. Ich habe es wirklich noch nicht lange gespielt. So, ich bin als letztes zu diesem Wachturm gefahren, habe also hier diesen Bereich aufgedeckt, weil es jetzt hier ist ein Upgrade, das ich mir holen könnte. Ja, das heißt, es gibt keine Map, wenn du im Wagen sitzt. Das heißt, ich merke mir, ich muss umdrehen, den Weg zurück, rechts, links. So, es ist halt so eine Simulation mehr oder weniger. Ich weiß nicht halt, wie echt das tatsächlich ist. Und jeden Tag eine Folge nehmen. Aber es ist halt hier unwegsames Gelände. Und Videospieler könnten diese Steuerung als schwammig bezeichnen. Weil, ja, ist halt einfach so. Press M. Dann komme ich schon wieder zur Map. Warum soll ich M pressen? Also ich weiß, ich kann auch Markierungen machen. Ich kann jetzt beispielsweise sagen, hier, wenn ich da angekommen bin, dann muss ich halt dahin. Dann muss ich halt dahin. Man könnte sich so die komplette Route quasi markieren, aber drauf geschissen. Ich spiele mit Controller gerade. Ja? Und hier sieht man schon so, wenn du hier mit einem größeren Truck unterwegs wärst, könntest du hier schon feststecken. Ja, also ihr seht den Matsch und wie wir uns da durch matschen müssen. Unknown User hat der Community gerade 7 Subs verschenkt. Vielen lieben Dank, Unknown User. F ist in den Chat. Ja, jetzt müssen wir hier so runter. Also das sieht man auf der Map natürlich nicht, wie unwegsam das Gelände ist. Und mit einem Truck könnten wir das hier komplett vergessen. Ne? Wir haben bisher einen LKW freigeschaltet, also einen Truck freigeschaltet. Und der ist überhaupt nicht für unwegsames Gelände gedacht. Der ist eigentlich mehr so für befestigte Straßen gedacht. Deswegen dachte ich mir, okay, wir erforschen mal ein bisschen. Vielleicht schalten wir zusätzliche Trucks frei. Kann natürlich sein. Fahren jetzt hier erstmal rechts. Ihr seht auch schon rechts unten, dass es da so ein paar Möglichkeiten gibt. Wir haben hier bei dem Wagen beispielsweise Allradantrieb. Ja? Wir könnten den Allradantrieb auch nicht ausmachen. Der ist immer an. Wir hätten eine Differentialsperre, die nur im Lastgang verfügbar ist. Wir sind hier gerade im Automatikgang. Wir können auf den Lastgang gehen. Dadurch sind wir langsamer, aber kommen halt besser durch unwegsames Gelände und können dann hier Differentialsperren an- oder ausmachen. Na, ihr seht schon, was das überhaupt bedeutet. Ich wusste das auch lange nicht, wie man dann halt die Achsen miteinander verbindet oder nicht. Also ob dann... Es gibt beispielsweise hier, wenn ich das richtig sehe, entweder sind Vorder- oder Hinterachse quasi zusammen oder nicht. Alter, wurden schon wieder Subs verschenkt. Lord of Snow schenkt nochmal 10 Subs.
10 Subs an die Community. Vielen lieben Dank. Also wirklich, das ist ja mal hier heute Spendierhosen, aber wirklich, Dankeschön. F ist in den Chat, Leute. So, wo ich das erste Mal mit Differentialsperre gefahren bin, war in Australien, in der Simpson Desert, mit der G-Klasse. Da, die hat sogar tatsächlich noch nicht nur Achsen miteinander verbinden oder nicht, sondern auch komplett. Das heißt, die, wie war denn das nochmal? Jetzt, ich will nichts Falsches sagen, jetzt ist gefährliches Halbwissen. Jetzt muss ich gleich mal in den Chat gucken, was es da für unterschiedliche Formen von Differentialsperren gibt. Ja, hier keinen Quatsch erzählen. Allrad kann ich nicht ausschalten, Zenith. Hier kriegen wir erstmal ein schönes Upgrade. Kann man das Konfetti-Overlay bei Gift-Subs irgendwie ausstellen? Ich weiß nicht ganz, was du damit meinst. Wenn du die Einblendung meinst, dann nicht. Links und rechts und vorne und hinten, ja. Du kannst Upgrades in der Welt finden, die nicht unbedingt zu deinem aktuellen Fahrzeug passen, sich aber für andere eignen können. Gefundene Upgrades bringen dir ein Gratis-Exemplar ein und schalten sich im Personalisierungsmenü frei. Und jetzt haben wir hier nämlich beispielsweise, können wir hierfür nicht gebrauchen, aber ein erhöhtes Federungsset. Perfekt geeignet für alte Straßen und Offroad-Einsätze. So, damit können wir jetzt hier mit dem Trick nichts anfangen, aber das ist ja auch in Ordnung, weil dieses Auto will ich ja eh nur als Scout-Fahrzeug sozusagen benutzen. So. Sprit sparen brauchen wir auch hier in der Welt von SnowRunners nicht. Ist nicht gerade umweltschonend, dieses Spiel. Weil Sprit ist umsonst. Deswegen Sprit sparen nicht unbedingt notwendig. Ist das ein PP? Nein. Dann wäre es wahrscheinlich gekennzeichnet. In der Regel kennzeichnen wir unsere Werbeposts und versuchen euch nicht hinters Licht zu führen. Jetzt fängt es ja auch noch an zu regnen. So, und jetzt gucken wir nochmal wieder auf die Map. Ich möchte zu dem Wachturm. Also fahren wir bis da und dann links. In der Regel, haha, ja. Also das Problem ist, theoretisch kann es mal einen Moment geben, wo man es vergisst, einfach aus menschlichen Fehlern heraus. Aber das sollte natürlich nicht passieren. Ja, ich weiß, ich kann auch hier so spielen. Aber ich mag es eigentlich hier in dem Spiel ganz besonders, die Übersicht zu haben. Und ich finde, das Spiel sieht halt auch echt schön aus. Was haben wir hier? Ist das ein Auftrag? Wollen wir mal kurz hier, was es in diesem Trailerpark gibt. Aufgaben sind kleine Zusatzmissionen, die dein Leben erleichtern, indem sie Pfade freischalten und dir Möglichkeiten zum Geldverdienen bieten. Die werden bei der Erkundung der Welt entdeckt. Aufgabe anzeigen. Nicht weit von hier gibt es einen Ort in den Bergen, der fantastische Ausblicke bietet. Ich entspanne dort gern von Zeit zu Zeit. Warum siehst du ihn dir nicht mal an? Aber zerstöre auf dem Weg dorthin nicht zu viel. Vernünftig. Hinter den Fichten wurde aktiviert. Aber mir wird der Pipeline-Bau wird mir noch angezeigt. So. Ah, jetzt muss ich dahin. Okay, das ist ja eigentlich scheiße. Weil da war ich ja gerade erst. Ja, da gehen wir dann später hin. Ich will erst das Ding erforschen. Wobei, ich muss vielleicht gar nicht bis nach da vorne. Ich fahre einfach hier bei dem Trailerpark durch. Da müsste es einen Weg geben. Oh, hier gibt es noch einen Anhänger, den ich einen Tank auflieger. Nice. Oh, der Weg sieht matschig aus. Da vorne ist ein LKW! Der LKW ist natürlich nice. Ja, der Weg sieht sehr einladend aus. Ich stimme definitiv zu. Oh, das ist eine neue Aufgabe. Okay. Du kannst jedes Fahrzeug im Spiel reparieren, sei es dein eigener Truck oder der eines anderen Fahrers. Drücke dafür zunächst hoch und öffne das Menü Funktion. Wait, hey, es gibt Probleme auf der Farm. Einige Trucks sind tief im Schlamm stecken geblieben und wir brauchen eine starke Maschine, die sie herausfällt. Dafür benötigst du einen wirklich starken Motor. Okay, wir nehmen das einfach mal an.
Aber ich glaube, ich krieg den dann nicht raus, ehrlich gesagt. Muss der denn repariert werden? Reparieren. Du kannst Fahrzeuge schrittweise oder komplett reparieren, je nachdem, wie viele Ersatzteile du zur Verfügung hast. Je nach aktueller Mission kannst du dabei unterschiedliche Ansätze ausprobieren. Okay, meinen Wagen will ich hier gerade nicht reparieren. Den da will ich reparieren. Den GMC MH9500. Aber der sieht doch fit aus. Da bin ich jetzt doof. Ne, 260 Reparaturpunkte nötig wären's. Reparieren. Okay, jetzt gerade bin ich, gerade stehe ich auf dem Schlauch, ehrlich gesagt. Er tut so, als würde er reparieren, aber er repariert nicht. Weil ich wahrscheinlich nichts dabei habe, um ihn zu reparieren. Nehme ich mal stark an. Mit dem Jeep habe ich keine Reparaturpunkte. Ich bräuchte 260 Reparaturpunkte, die habe ich aber nicht. Warum sagst du mir das nicht? Sag mir das doch. Okay. Just for fun werden wir trotzdem probieren, den rauszuziehen. Indem wir eine Winde befestigen. Oh. Oh. Alter, unser Jeep ist mega stark. Okay, warte mal. Dadurch werde ich mal doch ganz kurz... Was war das für eine Quest? Nee, das war nicht hinter den Fichten. Das war nicht der Ab... Der war es auch nicht. Der war es auch nicht. Der war es auch nicht. Scheiße! Hä, wo ist denn die Aufgabe? Habe ich die nicht angenommen? Eine Lösung. Hör auf, mir das anzuzeigen mit dem Reparieren. War es doch Sattelzug? Okay, warte. Versunkener Sattelzug. Ach, den soll ich dann einfach dahin bringen wahrscheinlich, ne? Bringe den versunkenen Truck zur Farm. Offroad-Truck empfohlen. Okay. Auf mir dieses Ding anzuzeigen. Ich meine, ich könnte Wiederhole-Tipps ausstellen, wird mir gerade im Chat gesagt, aber gleichzeitig will ich nicht Wiederhole-Tipps ausstellen, weil ich Tipps eigentlich brauche. Aber der wird mir dann wahrscheinlich die ganze Zeit anzeigen, während ich neben einem kaputten Fahrzeug stehe, ne? Deswegen gehen wir vielleicht tatsächlich mal kurz in... So. Wenn wir den abgeliefert haben, machen wir den mal wieder an. In der Regel halte ich es für eine gute Idee, bei Pizmeet generell Tipps immer zu wiederholen. Aber jetzt stimmt, wir könnten jetzt natürlich mal hier, zack, in den Lastmodus die Differentialsperre... Oh! Wie wir nach vorne schnellen! Oh. Weiß nicht warum, ich stehe auf sowas. Ich gern selber... Das hat so viel Spaß gemacht, mit der G-Klasse durch die Wüste zu fahren. Können wir den ganzen Tag machen. Haben wir auch in Australien, ja. Den ganzen Tag. Das war einfach, ist nie langweilig geworden. Ist einfach mega geil. Oh ja, schaut doch mal unter dem letzten Forts-Video in die Kommentare. Okay. Mach ich. Und das wird jetzt hier aber potenziell ein bisschen eng. Ah, guck mal, so breit ist der gar nicht. Der ist ja eigentlich süß, der Truck. Eigentlich ist der süß. Der große Wagen gibt mit Gas, wenn man ihn zieht. Was? Gerade im Chat gesagt, das ist ja der Shit. Das ist ja vergleichsweise unrealistisch. Aber ich werde mich nicht beschweren. Okay, warte mal. Jetzt habe ich mich hier vielleicht ein bisschen ins Abseits... Okay, Moment. Achso, ich kann nicht rückwärts fahren. Hey, nein! Ja, auf damit! Nein! Okay, alles gut. Er gibt halt echt mit Gas.
Wir werden, wenn du nicht ganz so viel Gas gibst, damit du mir nicht hinten drauf fährst. Ach, hier können wir auch Automatik anmachen. Hier ist alles entspannt. Außerdem macht es Spaß, wenn der Wagen so ein bisschen so sich windet und nach rechts und links ausbricht. Den einfach mitnehmen. Finde ich mega nice. Ja, ich glaube, du kannst keine Kette machen. Das haben wir im Co-Modus recht schnell festgestellt. An einem Wagen kann immer nur eine Winde befestigt sein. Das war ein bisschen traurig, aber hey. Juhu! Oh, ist verschwunden. Oh. Aber hey, wir haben immerhin 1250 Gold gekriegt und 190 Sterne. Okay. Ich weiß gar nicht, ob das Lenkrad Unterstützung hat, das Spiel, aber wahrscheinlich schon, wa? Was eine gute Mod für GTA 6, ja genau. Dankeschön für die ganzen Subs, die hier noch reingeschlittert sind. Mr. Gooby, MacElfe, Lukite, Mickplay, Roman, Netal, PC, Rafter, P-Crafter, Metal P-Crafter vielleicht. So in die Richtung. War ja logisch, dass ihr sowas testet. Ja klar, haben wir sowas getestet. Was muss man machen in dem Game? Na, im Endeffekt musst du halt helfen, hier so ein bisschen zu bauen. Wow, Alter, da sind wir aber um die Kurve gedriftet, Junge. Also, du kriegst ja, das Ziel des Spiels, in Anführungszeichen, ist halt Spaß zu haben. Crazy, ich weiß. Aber das ist ein bisschen, wie du kriegst halt Aufträge und musst Sachen, du musst von A nach B fahren. Das ist wie Euro Truck Simulator, nur in dreckig und matschig. Also genauso wie ihr es wollt, oder? Guckt euch dann an. Ich finde, das sieht halt mega geil aus und macht halt voll Laune. So, warte. Aber jetzt, hier ist eine Straße. Ich fahre gerade auf der Straße. Das habe ich aber nicht so gesehen. Ich markiere mir mal den Punkt, wo ich hin muss und versuche da einfach mal querfeldein hinzufahren. Mal gucken, ob das funktioniert. Ja, Bram, guck mal hier. Wir fahren halt einfach über die Sachen drüber. Und wir sind noch nicht mal, wir haben nicht mal Differential an oder so. Wir sind einfach Monster. Wobei, also hier ist der Weg wieder. Hier querfeld einfahren könnte gefährlich sein. Aber mein zweiter Vorname ist auch Gefahr. Ich mache der Gefahr ins Gesicht. Deswegen ist mir das alles hier scheißegal und ich baller einfach durch. Ja, hier so ein bisschen, so ein paar Bäume. Ja, das interessiert mich doch nicht. Ein bisschen Wasser, ein bisschen Matsch. Mit den riesen Reifen kommen wir einfach überall durch. Und hier sind wir dann bei dem Wachturm angekommen. Und können die Beobachtung starten. Jetzt. Genau, das ist wie, das ist quasi der dritte Teil sogar schon. Es gab Spin Tires noch. Es gab Mud Runner auf jeden Fall auch noch. Und das ist jetzt Snow Runner. Weil jetzt gibt es auch, also ich kenne die vorherigen Teile nicht so gut. Ich weiß, wir haben einen davon gespielt. Aber jetzt gibt es auch noch so eine globale Karte. Das heißt, wir sind jetzt hier in Michigan, aber man kann auch in Alaska unterwegs sein. Aber das will ich jetzt nicht, weil da haben wir die Folge aufgenommen. Toll. Habe ich gerade aus Versehen Zeit vorgespult. Zeit überspringen. Oh, Zeit überspringen. Oh, das ist fasziniert. Genau, wir machen mal die Tipps wieder an vielleicht, ne? Weil da gibt es bestimmt noch viele Sachen, die ich noch nicht gecheckt habe von dem Spiel. Scroll ich hier nochmal ein bisschen, weil Mythic und Mile haben noch gesubbt. Vielen lieben Dank. Und noch ganz viele andere, die ich sofort vorlese. Aber vorher schauen wir uns jetzt hier mal die neu freigeschaltete Map an. Wir sehen, wir haben da noch einen versunkenen Geländewagen, der rausgezogen werden muss. Wir haben da einen Pritschenauflieger, den ich tatsächlich da abgestellt habe. Guck mal, ob ich den Pritschenauflieger, der steht da nämlich scheiße, wegbekomme. Chat, wisst ihr das, ob man Auflieger, also Anhänger, auch in seine Werkstatt ballern kann oder bleiben die immer in der Welt? Also kann man die quasi auch in seiner Werkstatt zwischenspeichern? Nee, kann man nicht. Ja, dann ist der Auflieger da eigentlich egal. Ja, wobei der einfach nur, du kannst die nur im Anhängershop verkaufen. Okay. Kriegt man dafür so viel Geld wie die Kosten oder macht man Verlust?
Weil sonst würde ich dir dann einfach an die Seite stellen. Kaufpreis ist Verkaufspreis, okay. Naja gut, das wäre dann ja zumindest eine Option. Wenn man so einen Aufräumtick hat quasi. Oder wenn man halt einen Anhänger... Weil es gibt halt hier die unterschiedlichen Welten und deinen Truck beispielsweise kannst du mit in die andere Welt nehmen. Kannst du beispielsweise... Oh oh. Kannst du beispielsweise nach Alaska mitnehmen. Dann machen wir doch mal vielleicht Riff an. Aber dann die Anhänger nicht. Da müsstest du dann die verkaufen und dann in Alaska neu kaufen. Oder du machst die einfach zu Geld und kaufst dir dafür Upgrades. Aber ich glaube, ich habe gar keine Kupplung dafür. Beats me! I'm crying. Müssen wir es mit Winde machen. Ich meine, vielleicht habe ich doch eine magische. Das werde ich sofort einfach mal ausprobieren. Nee. Ja, wir können überhaupt nicht sowas tun. Da schleppen wir den fettbeladenen Anhänger. Oh Gott, nee, das ist eine Katastrophe. Das funktioniert nicht. Nee, das geht nicht. nee, da brauchen wir schon eine vernünftige Zugmaschine für. Das funktioniert nicht. Lassen wir den da erstmal stehen. Holen wir den irgendwann später mit einem anderen LKW vielleicht eher ab. Hier hinten könnten wir die Quest machen, aber was mich gerade auch ein bisschen anlacht, ist dieser gefallene Strommast. Haben wir dafür die Quest? Genau, was müssen wir dafür machen? Ah, dafür muss ich Sachen liefern. Okay, nein, das will ich eigentlich gerade eher nicht. Ich bin noch in dem Erforscher-Modus und Rausziehmodus. Okay, man sieht die Quests auf jeden Fall dann auch immer auf der Map. Glaube ich, ja. Also versunkener Geländewagen ist ja quasi direkt hier vorne. Offroad-Truck empfohlen. Haben wir ja. Achso, das Spiel ist übrigens aus dem Epic Store, ne? Also, wie gesagt, das ist kein PP-Stream oder so, aber falls ihr die Entscheidung fällen solltet, tatsächlich, oh, das Spiel sieht aber gut aus, das will ich auch haben. Dann wäre es geil, wenn ihr im Epic Store den Code PETESMEET benutzen würdet. Das kostet nicht extra. Aber beteiligt uns an dem Preis. Das heißt, Epic zahlt uns was dafür. Ihr nicht. Danke. Ja, nice. Dankeschön. Danke. Creator Code PETESMEET, genau. Aber wenn ihr da keinen Bock drauf habt, könnt ihr das Spiel dann natürlich trotzdem einfach zum gleichen Preis kaufen. Okay. Machen wir doch mal da vorne hin. Bringt das auch was bei Gratisspielen? Ich glaube schon. Jetzt kriege ich wieder diesen Scheiß angezeigt. Aber ich bin mir da ehrlich gesagt nicht sicher. Es bringt auf jeden Fall was, wenn man bei Gratisspielen sich Ingame-Währung beispielsweise kauft. Da bringt es auf jeden Fall was. Aufgabe anzeigen. Ja. Verfolgung starten. Den kriegen wir ja hier mit unseren Riesenreifen aber ganz entspannt raus, oder? Würde ich jetzt mal behaupten wollen. Das mal hier ausrichten, dass wir auch gleich in die richtige Richtung ziehen. Motor startet, sehr gut. Okay, dann gib mal Gas. Guck mal, wir sind sogar hier noch im Automatikmodus. Allrad hilft natürlich auch ordentlich. Oh Gott. Uiuiuiuiui. Hier geht's aber schon tief. Können wir einfach durch den Zaun fahren? Wollen wir wahrscheinlich nicht, wa? Gut, dann fahren wir hier durch. Ist mir auch wurscht. Ziehen wir das als Boot hinter uns her. Ja, komm, machen wir vielleicht doch alles an. Dann läuft's ein bisschen besser. Ja, der kippt gleich um. Nicht so schlimm. Ja, wobei, ich glaube, umkippen wäre scheiße. Weil wenn unser Jeep umkippt, das wäre unpraktisch. Das wollen wir eher nicht. Wer freut sich noch auf den Reveal von Assassin's Creed Valhalla heute? Ich extrem.
bin ja ein Riesenfan von Origins gewesen, von Black Flag auch. Die Spiele haben ja viel mehr, wobei Origins war schon das richtige Reboot. Black Flag war noch mehr so klassisch Assassin's Creed. Wobei ich da auch nicht sicher bin. Ich finde, Black Flag war schon so ein Anfang, so in die Richtung. Odyssey war mir dann zu viel. Odyssey war mir zu groß. Da bin ich nicht warm geworden mit, wobei ich am Anfang fand ich es cool, aber irgendwie, keine Ahnung, war dann zu viel des Guten. Sehr gut, annehmen. Aber ich habe richtig Bock auf Valhalla. Richtig Bock. Deswegen freue ich mich drauf. Ich habe Angst, dass die RPG-Elemente viel zu viel werden, leider. Guck, die finde ich halt ganz geil eigentlich. Bei Odyssey fand ich es halt einfach so, die Map war zu groß und ich fand die einzelnen Quests dann halt auch nicht immer so mega geil. Sondern es war halt viel Füllmaterial, um es jetzt mal echt fies zu formulieren. Deswegen, ja. Irgendwie habe ich ein bisschen Sorge wegen des Tanks. Gibt es hier nur die eine Tankstelle da hinten? Scheiße, ey. Ja, Trailer kommt heute 17 Uhr. Ich freue mich schon ziemlich drauf. Ich finde es nur geil wegen der Partnerschaft. Ja, genau. Ich finde Assassin's Creed mega geil, weil ich einen Tweet abgesetzt habe dafür. Ich fand den Reveal tatsächlich ganz cool, muss ich auch wirklich sagen. Aber Odyssey fand ich, wie gesagt, nicht so gut. Fahre ich jetzt zurück? Nee, oder? Ich glaube, ich fahre hier oben hin. Hinter den Fichten. Verfolgung starten. Fahren wir da hin. Wir haben noch 36 Liter. Das passt schon. In der Werkstatt kann man nicht tanken wahrscheinlich, wa? Kann man! Ja, okay, dann hat sich das ja eh erledigt. Dann fahren wir jetzt da eben hoch. Ich muss mir kurz eine Markierung sehen. Hier müssen wir nämlich hoch. Dann sollte ich vorher tanken. Das passt schon. Wenn du in die Werkstatt gehst, wirst du aufgetankt. Ja, okay, das ist dann natürlich entspannt. Dann machen wir das so. Finde ich witzig, dass einige von euch jetzt hier auch schon wieder Profis von dem Game sind. Einfach Ice Cold. Ich weiß nicht, ob man Reservekanister mitnehmen kann. Ich sehe Peter schon irgendwo im Wald gestrandet. Es gibt immer die Bergen-Funktion. Also wenn du wirklich komplett feststeckst und nicht weiterkommst, kannst du auf Bergen drücken, dann kommst du zurück in die Werkstatt. Aber musst dann halt im Zweifel die Quest neu beginnen, die du gerade am Machen bist. Er ist vergleichbar mit MudRunner, ehrlich gesagt. Also ich weiß jetzt halt auch nicht, wo der Unterschied zu den Spielen ist, ehrlich gesagt. Also zu den vorherigen Spielen. Wait, muss ich jetzt noch weiter hoch? Ne, ich muss der Straße folgen. Ubisoft. Ach Quatsch, Straße folgen in Anführungszeichen. Oh. Neue Engine, neue Missionen im Hauptteil. Neue Engine, hä? Ja, ich finde, das Spiel sieht auch echt geil aus. Also ich finde, das sieht wirklich, wirklich cool aus. Und das Spiel ist halt so voller Ruhe. Aber habe ich jetzt auch nichts gegen. MudRunner ist Holz abliefern, SnowRunner ist alles machen. Ne, ich spiele nicht mit Lenkrad, ich spiele mit Controller. Ja, und es gibt halt Schnee. Das wusste ich jetzt nicht, ob es das nicht vorher in den Teilen auch schon gab. Genau, ja, ein bisschen entspannt durch die Gegend fahren. Darum geht's hier. Ich lese immer mal wieder Leute, die im Chat fragen, was das Ziel des Spiels ist. Entspannt durch die Gegend fahren. Und ein bisschen mit euch labern. Das haben sich die Entwickler wahrscheinlich nicht dabei gedacht, aber ich vergleiche das, glaube ich. Also, ich finde, der Vergleich mit Euro Truck Simulator ist gar nicht so verkehrt. Ich finde eben mal, ehrlich gesagt, finde ich die Frage, was ist das Ziel des Spiels, immer ein bisschen schwierig, weil das Ziel der meisten Spiele ist ja, dass du Spaß hast. Ich muss da hoch. Oh, nicht umkippen jetzt.
sagt das CSGO. Wo ist der Spaß? Es macht Spaß hier, mit dem Wagen zu kämpfen, hier hochzufahren. Das ist jetzt hier aber gerade ein bisschen belastend, ehrlich gesagt. Ich habe die Differential... Ich habe die gar nicht an, nicht Dulli. Ich dachte, ich hätte die angemacht. Ja, guck mal. Ich finde es auch geil, dass das Spiel dann auch vorsieht, dass man hier mit seinem Auto hinfährt, zu diesem entspannten Ding und alles kaputt macht. Das ist der Platz. Wunderschön, oder? Ja, wunderschön. Da unten ist die Werkstatt. Da wollen wir hin. Um aufzutanken und weiter zu erforschen. Macht ihr statt den E3-Streams was zu den IGN Summer of Gaming Event? Das kenne ich noch nicht. Spiel das mal im Multiplayer. Haben wir schon gemacht. Folge kommt morgen. Jetzt Hardgas laut. Ich versuche tatsächlich mal nicht die Straße einfach zu benutzen, weil ich Killer bin. Studio 449 hat noch gesubbt. Soulcatcher, X Freaky Hunter. Dankeschön. Erstmal SnowRunner Premium Edition geholt. Bin zurzeit voll auf Escape from Tarkov fixiert. Kommt da noch was? Bestimmt irgendwann. Aber nicht aktuell. Wir haben uns ein bisschen satt gespielt. Jay hat verzweifelt versucht, da dieses Ding freizuschalten. Diesen Kappa-Container. Aber es nicht geschafft. Es war dann doch zu viel Grinding wohl für ihn. Kommen wir hier runter? Das könnte übel enden, oder? Ich will nicht direkt gegen den Baum fahren, das funktioniert nicht. Oh oh. Jetzt sind wir schräg. Keine Panik. Der Baum hält uns gefangen. Wir müssen uns nach vorne ziehen erst. Ne, funktioniert nicht. Dann müssen wir nochmal rückwärts. Oh mein Gott! Alter, der Wagen ist ja mal absolut... Oh, oh. Oh. Oh shit, Leute! Der ist hier aber auch echt dicht. Warte mal, ich muss mal hier... Ah ja, so sieht man viel mehr. Okay, warte mal. Versuche ich zwischen den Bäumen hin und her zu durchzufahren. Hä? Wie ist das denn passiert? Okay, wo ist überhaupt unten? Ich will da ist hell.
Ja! 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 Verstecken in SnowRunner, ja. Oh oh. Jetzt ist hier schon wieder so ein blöder Baum. Wir hatten die ganzen Bäume hier hingesetzt. Ah! Kann ich den fällen mit der Winde? Los, fäll den Baum! Fäll ihn mit der Winde! Okay, funktioniert nicht. Gut, dann so. So. Hoch. Handbremse. Hier bringt nichts. Ja! Hier, wir sind an dem einen Baum vorbeigekommen. Alter, man sieht hier aber auch nichts. Muss ja ein bisschen hupen hier auch. Okay, zwischen den Bäumen passe ich, glaube ich, nicht durch. Aber einmal probiert noch. Oh, shit. Hey, wo ist denn hier einer? Da muss ich doch durchfahren können. Jawohl. Hä? Ah! Oh Gott, die Kamera spielt verrückt. Mein Jeep versucht, den Baum zu begatten. Mein Motor ist abgesoffen. Automüde. Autoschlafen. Ich kann nichts mehr tun. Mein Motor ist abgesoffen. Ich krieg den nicht mehr an. Motorfehlfunktion. Motorfehlfunktion. Das ist blöd. Müssen wir bergen. Truck ist vollständig repariert. Kraftstoff nachgefüllt. Gucken wir mal in den Truckshop. Wir haben 13.150. Das reicht nicht, um uns einen fetten LKW zu kaufen. Kann man individualisieren. Kann andere Motoren draufsetzen. Eine Federung geht auch nur die. Ja, hier ist viel noch nicht freigeschaltet. Pit wäre das nicht passiert. Das glaube ich auch. Glaube ich halt auch. Okay. Wir haben aber zumindest die Quest da oben erledigt. Also will ich jetzt eigentlich... Was will ich denn? Was will der Peter? Der Peter will dahin, um die Map weiter zu erforschen. Also gehen wir wahrscheinlich am besten... Ist ja die Frage, wo diese Straße hinführt. Oder diese Straße. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall... Ungefähr so. Du hast meinen Sub übersehen, das glaube ich nicht. Ich habe einfach noch viele nicht vorgelesen. Beispielsweise DDPI. 52 Monate. DDPI dabei. Ja, wir haben kein 4-Jahres-Badge, das tut mir leid. Aber du bist 52 Monate am Start. Holy shit. Das ist sick. Und awesome. Dankeschön. Aurora 95, Raython. Reach, Knock the Mup, Big Döner 123, Geronimo 911. Da steht ein Truck um die Ecke. Ja, ich weiß. Der ist aber komplett zerstört. Da kann ich nichts mitmachen. Damit kann ich nicht fahren. Das ist so ein bisschen die Problematik. Chris Lion Games, dankeschön. Soul Catcher, 2 Euro Trinkgeld dagelassen. Dankeschön. Peter, kurze Frage zu Witcher. Hattest du das Gwent-Turnier gewonnen? Ja, hatte ich. Oder Moment, welches? Im Let's Play? Ja, das Problem ist, ich habe das Spiel schon so häufig gespielt. Es gab dann auch eins im DLC, ne?
Let's Play weiß ich nicht. Da habe ich mich nicht mit Gwent beschäftigt, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Im DLC habe ich das auf jeden Fall gemacht. Und als ich Witcher dann noch mehrmals danach durchgespielt habe, habe ich eigentlich immer das Turnier gewonnen. Weil dann wollte ich auch die Karten haben. Auch noch ein User hat 15 Euro Trinkgeld da gelassen. Holy shit, vielen lieben Dank. Geil, das ist frisch überwiesen. Da kann man mal Subs giften und eine Spende da lassen. Oh. Heute ist das Gehalt gekommen. Du kriegst das am letzten Tag des Monats, oder was? Vielen lieben Dank. Auch im Namen der anderen Zuschauer nochmal. Vielen lieben Dank. Stefan82. Dankeschön für den Sub. Schrick. Bernhard1404. Jonas. Bertus Humi. Valmont TV. Projekt Nox. Ihr solltet doch auf die Straße achten, während ihr fahrt, Chat, ne? Das ist ganz wichtig. Ah, Martin schaut gerade zu, wie ich SnowRunner spiele und hat mir einen Tipp dagelassen. Ich kann den kaputten Truck einfach abschleppen zur Werkstatt und dann wird er repariert. Martin! Du geiles Tier. Das werden wir nachher mal machen, wenn ich hier ein bisschen erforscht habe. Ja, ist echt 200 IQ-Move. Hubertus Humi hat tatsächlich schon ein Jahr geschafft, ja. Wusa hat noch gesagt, Shioyama, Stasi Klaus, auch ein schöner Name. Drinking Drummer, Jan Solo 96, Hyperactive Raccoon, Nephew, Teufelstern hat 5 Euro Trinkgeld da gelassen, vielen lieben Dank. Danke für die Unterhaltung im Homeoffice, die Rettung. Ah, so ist das entstanden mit dem Mittagstream, so wobei wir uns schon überlegt haben, dass wir das vielleicht einfach weitermachen, wenn Corona durch ist. Okay, worum besser, rechts oder links? Links, würde ich sagen. Dankeschön, Dominator XL. Dominator XL. Was gibt's denn hier? Wie soll ich denn jetzt Green Hell gucken, wenn du hier einfach sofort dich hinstreamst? Green Hell kannst du dir später auch noch angucken. Wobei, den Stream kannst du dir später auch noch angucken. Ey, wir liefern einfach so viel Content, Junge. Kann dir gar nicht langweilig werden eigentlich. Außer du findest unseren Content langweilig, dann ist es schwierig. Du warst fleißig in letzter Zeit. Warum nimmst du dir nicht etwas frei und erkundigst die Gegend? Ich habe ein paar interessante Punkte auf der Karte markiert, die fantastische Ausblicke liefern. Das klingt gut. Aber erstmal gehen wir da vorne zu dem Wachturm. Und ich geh mal hier nochmal ein bisschen höher. Lil Raiko hat noch gesagt, Dankeschön. 16 Monate hier abonniert, aber auf YouTube schon fast 9 Jahre. Verdammt lange Zeit. Ja, nächstes Jahr ist unser 10-jähriges, ne? Kam die Frag Pizza mit Folge schon? Da muss ich mal in die Kommentare gucken. Wobei, den Channel gibt es ja schon seit 2007. Wenn ich da die Schulprojekte hochgeladen habe. Ich sollte auch ein bisschen mit Handbremse arbeiten. Season 10 zum 10. Jubiläum. Ja, und dann so 5 Folgen und dann hören wir wieder auf. dann wäre der Hass aber groß, holy shit. Oh, ich sehe den Wachturm. Woo! Muss ich jetzt hier irgendwie querfeldein oder wie läuft das hier? Nee, die Straße führt tatsächlich am Wachturm vorbei und an der Südspitze. Das ist ja optimal. Nur eine Folge, wo er einfach in den Tod springt. Ja, das wäre auch der Shit. Und gemein. Aber auch lustig. Und gemein. Ich will hier niemanden übersehen. TPLC fragt, warum bin ich noch subbed? Das weiß ich nicht. Und Hugo007k hat auch noch gesubbt. Warum du hier noch subbed bist? Entweder wurde es dir geschenkt oder du findest es cool, weil du so geile Emotes bekommst. Und damit den Twitch-Stream supportest. Oder dir wurde das einfach geschenkt. Du hast jetzt einfach eingeschaltet. Wait, ich bin dumm. Er hat ja resubbed. Das war nicht smart von mir, Peter. Du bist also subbed, weil du resubbed hast. Moment, Schatz. Wir haben gerade Schwierigkeiten. So, ja, sehr gut. Nein, 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 nein
So. So. Entspannt. Dominik hat noch gesagt. Pineo. Ejakulat. Para 20. Micro HD. Alter, was ist denn das hier für eine Straße? What the fuck? Beats me! I'm crying. Ah, easy. Gott. Gott! Nicht umfallen. Beats me is smashing into everyone. Er hat einen Lando-Chill. Moment, das heißt, es wurden Subs verschenkt. Oh, oh. Dankeschön. Beats me! I'm crying. Puh! Das war schon hier so ein bisschen gefährlich. Jetzt müssen wir hier wieder links. Was ist denn das für ein Weg? Beats me! Ah, das ist ja gut, hier was zu klettern. Da steht ein Baum auf der Straße. Hä? Beats me! I'm crying. Oh Gott. Beats me! I'm crying. Gott. Da stand ein Baum. Ja, da stand ein Baum. Nicht da steht, da stand ein Baum. 10 Subs wurden verschenkt. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. F in den Chat, Leute. Ihr wurdet gerade beschenkt. Also vielleicht nicht ihr direkt, aber 10 von euch. Und ich wurde auch beschenkt. Vielen lieben Dank. Also nicht ich, sondern viel mit. Alter, das ist hier schon speziell geil. Wir haben es sofort geschafft, Chat. Ja, und die ganzen. Ich smash auch into die ganzen Steine. Hier ist der Ort! Wir bauten hier eine Hütte hin! Wobei schon eine nice Aussicht. Ist eine nice Aussicht. Muss man sagen. Vielleicht ist das ein Klo. Weil groß ist die Hütte nicht. Da passt maximal ein Klo rein. Oder ist das vielleicht so ein Abstellraum? Okay. Runter ist immer einfacher als hoch. Wir haben das Spiel noch nicht mit Lenkrad gespielt, nein. Ich dachte, die Straße führt. Oh, das war eine optische Täuschung. Die Straße hat nicht zu dem Wachturm geführt. Okay, hier will ich jetzt aber nicht so runter crashen. Beats me! I'm crying. Hier will ich ein bisschen mit Bedacht vorgehen. Beats me! I'm crying. Oh, der Bedacht hat nicht funktioniert. What the fuck? Ja, komm. Oh. Nein. Der Motor ist abgesoffen. Aber das sieht schon irgendwie süß aus. Wie er da liegt. Friedlich. Beim Sonnenuntergang. Und so über sein Leben nachdenkt. Oh, Winde. Oh, Winde funktioniert nicht. Motorstart. Winde geht nur mit Motor. Aus irgendeinem Grund. Wieso geht Winde nur mit Motor? Ist die über den Motor? Hä?
Das ist ja traurig. Naja, gut. Ich habe Kuchen gekriegt, Chat. Und das ist zumindest schneller, ja, genau. Chat, 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 chat. Chat, 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 chat. Chat, 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 chat. Chat, 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 chat. So, Fahrrad 20 hatte ich vorgelesen. Micro HD, Path of Pain 86, Metzi 5594. Guck mal hier, Kürbiskuchen. Den haben wir, ich weiß nicht, ob ihr letzte Pizza mit Kocht-Folge gesehen habt, aber... Ja, genau, doch, Ratatouille war Kürbis dabei. Da hatten wir so viel über, haben wir Kürbiskuchen noch draus gemacht. Das ist aber schon lange her, fragt euch, wie habt ihr das gemacht? Ja, wir haben den eingefroren. Wie stehst du zu Käsekuchen? Sehr positiv. Sehr, sehr positiv. Metzi 5594, danke für deinen Sub, Delta. TMX. Them. Ne, The Mr. Tofu. Red Hawklers. Nico Martin Joel. 17 Monate schon, dankeschön. Dennis DD 187. Meine Freundin hat dann den Kürbiskuchen gemacht. Und die hat nicht die doppelte Schokoglasur genommen, so wie ich, sondern nur eine einfache. Weiß gar nicht wieso. Holst du dir The Last of Us 2? Ne, ich glaube, Last of Us 2 lasse ich ausfallen. Sorry. Ja, hole ich mir. Red Hawklers, Nico, Martin, Joel, Dennis, DD, 187. Dankeschön für eure Subs. Dann geht's mal los morgen mit dem 25-Stunden-Stream. 10 Uhr. Und ich bin dann ab 15 Uhr. Dankeschön. Nieteam, Wowai 83, Webgaming LP, Dream Chrissy, Netal Crafter hatte dann einen Sub verschenkt. Vielen lieben Dank. Mr. Potato hat gesubbt. Mr. Brezel King, Polymatrotic. Tease. Entschuldigung, man sollte nicht mit vollem Mund reden. Tease. Stritzi 12. Felix. Ne, dann wurden die Subs verschenkt. Von Likeer hat die Subs verschenkt. Super viele Subs verschenkt. Vielen lieben Dank. Dafür hattet ihr auch schon die FS in den Chat gepostet. Uranox, Dankeschön. Scornex. Eulen Buckmann. Mulismano. Florian. Dankeschön. Black Sun Life. Förderreinstahl. Sebastianik. Sebastian Danke. K. So, Entschuldigung. Danke. 1994. Bleibt gesund. Hashtag Käsekuchenarmee. Planet See. 40 Monate schon. Holy shit. Dann nochmal 2 Euro von Teufelstern. Dankeschön. Die autonome Winde wäre bestimmt eine gute Investition bei deiner Kopflage. Eine sehr, sehr kluge Idee. Gibt's die im Spiel? Die autonome Winde. Gibt's. Beats me! I'm crying. Okay. Das wäre vielleicht wirklich smart. Ne, nicht Truck Shop. Ne, zurück. Individualisieren. Machen wir das denn hier? Upgrade, visuelles? Ne, visuelles nicht. Farbe auch nicht. Bringen die denn was? Da steht einfach nur visuelles, aber. Ich weiß nicht, ob die was bringen. Winde! Gelände. Autonome Geländewinde. 9000. Och, die ist aber. Immer teuer. Beats me! I'm crying. Ja, der Subsound ist Lando Norris. I'm crying. Hier wird kein Krümel zurückgelassen. Wir haben nur 13.000. Soll ich jetzt wirklich 9.400 für eine autonome Geländewinde nehmen? Und, Chat, da könnt ihr mir vielleicht noch helfen. Wenn ich die jetzt nehme, ist die dann auch für andere Fahrzeuge freigeschaltet oder kaufe ich für 9.400 nur die autonome Geländewinde für dieses eine Fahrzeug?
Oh, mein Chat ist abgestürzt. Das ist belastend. Okay. Könnt ihr nochmal schreiben? Du kaufst es einmal für Fahrzeuge, die es ausrüsten können. Nur der eine. Nur für dieses. Nur bei dem Auto. Nee, dann nicht. Jetzt sehe ich den Chat auch wieder. Nee, den müssen wir eigentlich gar nicht upgraden. Das ist ja nur mein Scout-Fahrzeug. Darum geht es eigentlich ja gar nicht. Es geht ja eigentlich darum, Dinge zu... von A nach B zu bewegen. Aber wisst ihr, was wir jetzt machen? Jetzt mal den Motor an natürlich und die Handbremse aus. Wenn da vorne dieser geile Truck steht, gönnen wir uns den natürlich. Der steht ja auch praktischerweise direkt vor der Werkstatt. Also von daher, Binde. Na gut, der Tank ist leer, aber du bist schwer. Komm schon! Wie kann ich die Handbremse von dem rausmachen? Geht das? Oder ist der wirklich einfach nur so schwer? Ich weiß nicht, ob ich hier... Warte mal. Truck wechseln. Handbremse. Okay. Truck wechseln. Binde anbringen. Stimmt, ich hätte auch einfach einsteigen und bergen können. Das wäre viel simpler gewesen. Vor allem ist er jetzt auch nicht hier. Ne. Steht da einfach. Fließt da! Begib dich zur Werkstatt. Zack! Jetzt haben wir einen neuen Truck, Leute! Wir haben einen Truck! Was ist denn das für ein Truck? Fließt da F2070A. Wie kann ich mehr Informationen von dir anzeigen lassen? Irgendwie muss ich mir... Ah, da! Ah, perfekt. Leistungsgewicht A+. Ah, guck mal, wir haben auch schon den Truck hier, der hat Leistungsgewicht A. Okay. Widerstandsfähig... Aber der ist Allradantriebfähig. Das ist nämlich er hier nicht. Der F20 2070 bietet schlichtes, funktionales Design und ist ein Alleskönner im Bereich Gütertransport. Auch wenn dieses Modell nicht gerade die eleganteste Lösung darstellt, so besticht es doch durch außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit und ist für jedes Gelände gewappnet. Sehr gut. Brauchen wir nur einen Anhänger. Weil hier, oder einen Auflieger, ich weiß nicht genau, wie es heißt, weil hier haben wir ja schon was hinten drauf. Aber wir sind erst noch mal weiter am Scouten. Dann streamt Jay wieder Gothic morgen um 10. Ich will den nicht einfach verkaufen, ich will den ja benutzen. Ich habe noch keinen Truck, der gut im Gelände ist. Wo geht diese Straße lang? Ist das diese Straße? Wir müssen noch da oben irgendwie hin. Das heißt, ich fahre mal bis da und dann links. Und dunkel finde ich ein bisschen doof. So, hell ist doch schön. Woher hat Peter die Reifen? Die waren bei dem Truck einfach dabei. Also wir haben halt vom Entwickler die Version bekommen. Und da war dieser
dieser Truck halt schon mit den Reifen am Start. Ich glaube, das ist von der Special Edition. Beats me! I'm crying. Und wir haben... Ich habe noch ein... Was ja, das Premium Edition. Alter, was ist denn hier? Dieser richtig Matsche-Matsche. Season Pass Edition, okay. Der ist ganz cool, also... Der hat so schön große Reifen. Dem kann man ganz gut scouten. Boah, stellt euch vor, hier müsst ihr mit so einem riesigen LKW hoch. Voll beladen. Das wird im Leben nix. In the Leben wird das nix. Aber mit den großen Reifen ist lustig, weil dann hüpfst du so ein bisschen und dann slidest du so ein bisschen und dann bist du drüber. Und dann ist alles toll. Und da vorne ist... Was ist da? Ist da eine Tanke? Ja, die Trucks sind ganz gut aufmodsbar, ja. Wobei ich mich damit noch nicht so ganz beschäftigt habe. Aber gebe hier auch wieder eine Quest. Und eine Tanke. Finde ich gut. Was sagt denn die Mission? Verschollener Öltank! 3400 gibt das. Wo muss ich denn dafür hin? Man weiß es nicht, der Öltank ist verschollen wahrscheinlich, wa? Doch, nee, da oben ist er! Ach, Jesus. Nee, warte mal. Das machen wir aber mal nicht. King of the Hill machen wir dann mal eher. Alter. Scout empfohlen. Wir haben noch ein Scout-Fahrzeug. Gibt es bei dem Spiel ein Ziel? Ja, Spaß haben. Wie ist die Steuerung in dem Spiel? Sieht interessant aus. Also, am Anfang würde ich sagen, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Weil du es... Es ist, finde ich, nicht arkadisch. Ich kann jetzt aber auch nicht sagen, weil ich dafür zu wenig Erfahrung habe, dass ich das jetzt als realistisch einschätzen würde, was ja sowieso immer schwierig ist, weil ich spiele mit einem Controller. Wie willst du da eine Autosteuerung als realistisch einschätzen? Weil normalerweise steuerst du Autos ja nicht mit einem Controller. Was aber das Gefühl... Also das Spiel gibt mir das Gefühl, als hätte das Auto Gewicht, als wären die Reifen physische Elemente, als wäre der Matsch tatsächlich matschig, als könnte man sich festfahren. Also das hat alles Gewicht, Masse, die hier durch die Gegend getragen wird und von Motoren angetrieben wird und so weiter und so fort. Was ist denn hier schon wieder? Diese Felsstürze sind ein richtiger Fluch. Wir müssen eine alternative Route aufbauen, um sie zu umgehen, oder wir können einpacken. Eine Gebirgsbrücke würde das Problem lösen. Okay, komme ich jetzt nicht... Wollt ihr mir damit sagen? Ich komme jetzt nicht da oben. Ich komme nicht mal zu diesem Turm. Sehe ich das richtig? Wobei... Da sehe ich mich. Hallo, Umweg. Alternative Route wird berechnet. Dieses Spiel ist eigentlich nicht mit Lenkrad. Ach, das ist einfach sehr viel entspannter, wie ich finde, mit Controller. Und dann kann ich hier so ein bisschen so hocken, mich auch mal zurücklehnen. Dann ist so freier. Ist einfach chillig. Da ist der Turm. Gibt's eine manuelle Schaltung? Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Kann man gerne für dich kurz in die Einstellungen gehen. Video wird es wohl kaum sein. Steuerung. Die Steuerungseinstellungen sind ja übersichtlich. Manuell kann man machen, sagt er. Aber wie? Jetzt nicht wie, ehrlich gesagt. Aber wir haben den Turm entdeckt. Es gibt Lastgang Plus und Minus.
Aber wie kann ich das machen? Man weiß es nicht. Okay, kommen wir jetzt von hier da... Oh, guck mal, wie es hier aussieht. Nice. Oh, was wir alles freigeschaltet haben hier. Alter, ich glaube, wir müssen uns danach... Ich glaube, wir haben jetzt ja gleich auch echt ein bisschen was freigeschaltet. Da müssen wir uns ein bisschen mal darum kümmern, dass wir diese Straße wieder in Gang bekommen. Diese Straßen wohl eher. Da ist kaputt. Hier brauchen wir die Gebirgsbrücke. Davon ist auch schon wieder eine Straßensperre. Das wäre doch mal ganz gut. Also hier gibt es ein Upgrade da links. Genau, das habe ich auch gesehen. Unser Plan ist es jetzt erstmal, diese Quest zu erledigen, dass wir die Nordspitze auch erreichen. Und dann gehe ich, glaube ich, zurück in die Werkstatt. Hol mir ein LKW. Und mach zumindest schon mal da den gefallenen Strommast weg. Dafür brauchen wir nämlich eine Metallplanke und zwei Betonblöcke. Wo bekommen wir die denn her? Metall da, Beton da. Ja, okay. Klingt doch machbar. Und das muss dahin transportiert werden. Okay, ist ein weiter Weg. Holy shit, das ist ein weiter Weg. Von da nach da, what the fuck? Was haben wir denn da für einen Auflieger? Ritschenauflieger. Das Problem ist, ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich weiß nicht, was ein Pritschenauflieger ist. Ob dann ein Auflieger. Also ich nehme mal stark an, wenn ich sowas wie Metallplanken oder Betonblöcke transportieren will, dann nehme ich nicht so einen Auflieger hier. So einen Serviceanhänger. Sondern, ich weiß aber nicht, was ein Tiefladeanhänger ist. Pritsche ist flach. Okay. Pritschenauflieger ist flacher Auflieger, wo man dann einfach was draufladen kann. Okay, was ist ein Tiefladeanhänger? Den packt man, das ist gar kein Auflieger, ne? Sondern ist ein Anhänger, den man dann noch hinten dran packt. Das würde dann ja zumindest Sinn ergeben. Tiefladeanhänger ist für Fahrzeuge. Aha! Okay. Das heißt, wir nehmen uns gleich den Truck, fahren damit da oben hin, schnappen uns den Pritschenauflieger, nehmen mal schön Beton mit, fahren da dahin. Fahren dann zum Sägewerk. Ne, stimmt nicht. Fahren zur hier Metallplankenherstellungsfabrik. Fahren da dahin und dann ist der gefallene Strommast weg. Aber vorher suchen wir die Nordspitze, die da ist. Metallplanken kriegst du auch im Lager? Seriously? Nee, wait, wo ist das Lager? Nee, nicht Straßensperre. Wenn ich auf Metallplanken gehe, schiebt er mich dahin. Oh shit, rechts beim Beton, beim Lager hier. Das heißt, ich könnte da einfach alles aufladen, wenn der Pritschenauflieger groß genug ist. Wenn ich da drei Sachen drauf kriege, kann ich da einfach alles draufballern und das dann irgendwie dahin bringen. Aber von hier, von der Seite, nicht von der rechten Seite. Das heißt, wir müssen schon einmal hier außen rum. Metall hat zwei Slots. Oh mein Gott. Das heißt, wir... Okay, wahrscheinlich wird der Pritschenauflieger nicht vier Slots haben. Okay, dann gucken wir mal, wie wir machen. Erstmal klettern. Okay, warte mal. Dafür muss ich mir jetzt aber mal ganz kurz angucken, wie wir klettern. Okay, Straße runter, rechts, links. Easy. How hard can it be? Wie Jeremy Clarkson sagen würde. Runter, zack. Boah, die Geschwindigkeit, Leute. Teil auf LKW und in den Hängerbalkon. Ja, wir haben noch keinen Hänger. Okay, jetzt müssen wir nur die Straße hier auch erkennen. Dafür sind... Ah, da vorne. Oh, scheiße. Ach, Mann, ey, fahr doch nicht mal... Ey, er will aber auch immer gegen diese scheiß Bäume fahren. Ich glaube, der Wagen steht auf scheiß Bäume. Okay. Back on track.
Ich glaube, war echt Karma, weil ich so fies gekichert habe. Und mir das Spiel direkt gesagt, den Kichern kannst du dir sonst wohin stecken. Zack, ab gegen Baum. Ja, das ist, also von der Steuerung würde ich jetzt nicht sagen, dass das so absolut simpel ist, ne? Also es geht halt sehr stark auch um den Untergrund. Also darum, wenn du halt beispielsweise mit den Reifen, die gerade Gas geben, ich weiß, wir haben hier Allrad, aber jetzt mal bei dem anderen Fahrzeug, auf einer schrägen stehst, dann verhält sich das halt auch so entsprechend. Alles sehr schwerfällig. Aber macht Spaß, oh Gott. Und dann, weißt du, sieht es physisch so aus, als wäre manchmal der Wagen einfach so mega bouncy. Bounce. Gott. Auf sowas im Real Life zu fahren, ist auch nicht einfach. Ja, das glaube ich halt auch. Weißt du, wie ich die G-Klasse gefahren bin? Mehrfach. Wir sind ja einmal bin ich mit Bram damit ja auch durch dieses Gebiet gefahren, wo die die G-Klassen testen, so, und in Frankreich war das. Und das war halt auch richtig geil. Das war auch nochmal was anderes, als damit über Sand zu fahren. Weil das habe ich ja primär in Amerika, ach Quatsch, in Australien gemacht. Okay, die Quest haben wir erfolgreich abgeschlossen. Ja, jetzt müssen wir gar nicht runter tatsächlich. Ausnahmsweise müssen wir mal nicht vom Berg springen, weil wir gehen jetzt einfach zurück in die Werkstatt. Nehmen uns unseren Fleestar. Theoretisch könnte ich den Anhänger sogar noch ballern. Oder? Also ja, ich habe nämlich noch hinten eine Anhängerkupplung. Also theoretisch könnte ich den sogar... Was ist denn da drauf? Teil, oder? Also ich will den jetzt nicht mitnehmen. Ich weiß nur nicht, ob mir das erst angezeigt... Also wir packen hier eine Ladefläche drauf. Die Ladefläche steht ja auch schon da, wo wir hinwollen. Kann ich Winde anbringen. Okay. Der Anhänger hat 2 Stahl. Wir brauchen für den gefallenen Strommast. Okay, Metall. Metall war es nicht. Also eine Metallplanke. Wir haben davon 2 auf dem Anhänger. Das heißt, wenn wir dich jetzt wieder abkoppeln, nur mal so der Plan. Wir fahren dahin, nehmen uns den Pritschenauflieger, der hier ist. Also die Ladefläche ist das dann ja, wenn ich euch richtig verstanden habe. Laden hier Beton. Ja. Kann ich dich verfolgen? Ich möchte gerne das Verfolgen anmachen, ehrlich gesagt, aber irgendwie kriege ich das nicht hin. Wir holen uns Betonblöcke, 2 Stück. Fahren wieder hier hin. Ne, warte mal, ich bin gerade falsch. Also wir fahren uns dahin, holen uns Betonblöcke, 2 Stück, fahren dann wieder hier hin, machen den Anhänger dran und fahren dann dahin und lösen die Quest. Klingt doch gut. Allrad brauchst du. Aber ich habe kein Allrad. Das ist ja doof. Allrad wäre schon geil. Okay, Moment. Individualisieren. Aktivierbarer Allradantrieb. Haben wir sogar noch 3-mal. Nehme ich mal. Ne? Also das ergibt ja durchaus schon Sinn. Die Differentialsperre haben wir eh. Oh, Rahmenzusätze. Ach du heilige Scheiße. Jo, Leute, ein Teleskopkran. Pritschenwagen, den kaufe ich mir jetzt aber nicht für 4200. Weil wir haben da hinten ja einen Auflieger. Kofferaufbau, Wartungskofferaufbau, Pritschenaufbau.
Sattelkupplung. Sattelkupplung niedrig. Den brauchst du aber. Du brauchst für den Auflieger eine Sattelplatte. Also brauche ich eine Sattelkupplung? Oder was brauche ich? Sattelkupplung niedrig. Die brauche ich. Damit ich den mitnehmen kann überhaupt. Ja, der gibt natürlich Sinn. Irgendwo musst du das natürlich auch drauf stecken und befestigen. Du kannst ja nicht einfach den Auflieger da drauf schieben und dann ein Bändchen drum machen und dann ist gut. Okay, ergibt Sinn. Gönnen wir uns auch. Kannst du schon, ist halt nur scheiße. Kuppel noch? Was ist denn mit der Kupplung? Also ansonsten ist hier eh alles gesperrt. Reifen könnten wir halt nur andere, aber drauf geschissen. Das ist ein Hänger und kein Sattelanhänger, Jungs. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Okay, wir gucken, wisst ihr, was wir machen? Was hier vorne ist, ist ja ein Pritschen-Auflieger. Ein Auflieger. Wir ja, der Chat ist sich häufig uneinig. Hier können wir das ist ein Tieflade-Anhänger. Der ist da nicht. Da ist ein. Guck mal, der wäre. Der Tieflader-Anhänger. Den würde man an das Ding basteln, was wir gerade drauf gemacht haben. Das ist nicht das, was da ist. Da ist ein Tiefpritschen. Da ist ein Pritschen. Nee, was ist da hinten? Scheiße, jetzt bin ich wieder verwirrt. Ich bin verwirrt, Chat. Das ist alles für mich hier ferne Welt. Pritschen-Auflieger. Fuck, es gibt zwei unterschiedliche. Ich weiß nicht, welcher das ist. Es gibt einmal den, wo wir das brauchen. Und einmal den, wo wir das nicht brauchen. Ah, die Symbole zeigen das. Perfekt. Der hat zwei Räder, der hat nur die zwei Räder da hinten. Und hier haben wir die zwei Räder. Das ist natürlich belastend. Das heißt, wir machen uns eine Ladefläche hier drauf. Oder? Ja, wir machen uns eine Ladefläche drauf. Und dann hängen wir den da oben einfach dran. So, und dann können wir das Ding, was da oben steht, da noch dranhängen. Das ergibt doch Sinn. Das brauchst du nicht. Ja gut. Auch ein Schmauchen. Werkstatt verlassen. Okay. Dann werden wir jetzt hier hoch. Hoch. Gott, ob wir den Weg mit dem Truck hinkriegen, weiß ich nicht. Oder ob wir außen rum müssen. Das wird sich dann erst noch herausstellen. Da. Ne, da nicht. Da. Und dann sind wir auf der richtigen Straße. Was man hat, dann hat man, genau. Vor allen Dingen, wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich die Anhänger da, die ich nicht brauche, einfach auch verticken. Und wenn ich die irgendwann wieder brauche, kaufe ich die einfach wieder, weil alles das gleiche kostet. Verkauf gleich Einkauf. Nein, da kommt man nicht hoch. Wir werden sehen, ob man da hochkommt oder nicht. Ich hab Allrad. Die Frage ist doch, woran hat's gelegen? Woran hat es denn gelegen?
How hard can it be? Ja, genau. Hier. Oh. Das wird schon Zeit für. Du Scheiße. Ach du Scheiße. Wir geben uns mal ein bisschen Hilfe dabei. Das ist ja der Shit. Eigentlich mit damit die Winde. Komm, ich komme noch nicht dran, oder was? Aber ich meine, wir kommen voran. Wir kommen voran. Eifen mit Profilhumor. Ja, ja, habe ich schon verstanden. Aber wir können ja jetzt, das Spiel kann ja nicht von einem erwarten, aber für so einen simplen Auftrag auch noch direkt hier alle möglichen Sachen kaufen muss. Vielleicht aber schon. Ich glaube aber, waren denn andere Reifen freigeschaltet? Ich glaube, da war alles dicht. Boot wäre besser. Das ist jetzt hier ein bisschen. Na, guck mal. Ich bin im Lastgang. Jawohl. Könnte problematisch sein. Vor allem den nachher noch mit dem Auflieger dabei. Ja, ich muss wieder zurück. Guck mal, ich bin hier hoch. Man muss es nur wollen. Na, jetzt häng dich hier mal nicht fest. Ist einfach too easy hier gerade. Too easy. Wir machen heute mal einen ganz entspannten, Leute. Das hat auch alles keinen Zeitdruck. Hier wohnt eh keiner, scheinbar. Oder die gehen nicht raus, wobei es auch Corona-Time. So, sollte es nicht jetzt besser sein, theoretisch, rechts neben der Straße zu fahren. Statt da links in dem Matsch. Guck mal, geborener Geländewagenfahrer bin ich. Und LKW-Fahrer sowieso. Er würde mein Tablet jetzt draufpacken. Regenreifen! Ja, das Problem ist. Ah, wir nehmen jetzt doch mal lieber wieder die Straße hier gerade, wo das doch so steil wird, rechts und links davon. Das Spiel hat Lenkradunterstützung, das habe ich vorhin in den Optionen gesehen. Das, ich saß nur gerade, weil es gerade im Chat gefragt wurde. Ja genau, warum Intermediates? Eher Regenreifen, Junge. Es geht hier richtig ab. Guck mal, wie nass der Boden ist. Mal, wie dreckig wir sind. Geil. Warum bin ich eigentlich die ganze Zeit im Allradantrieb und Differentialsperre? Das brauchen wir doch hier alles gar nicht, oder? Dauert nur viel länger. Guck mal, wie wir uns hier durchballern. Ja, alles easy. So. Hier.
Ich bin noch im Allrad geblieben, fällt mir gerade auf. Na gut, Allrad kann man aber auch mal dran lassen. Das verbraucht dann, glaube ich, nur ein bisschen mehr Sprit. Ich fahr gerade so ein bisschen Kurven. Oh! Oder war nicht gut? Hier ist ein Pritschenauflieger. Steht hier schön. Geil, das, den brauche ich gar nicht. Weil ich habe ja dann schon einen da hinten. Den ich einfach mitnehme. Der ja schon beladen ist. Wir nehmen jetzt hier das Beton. Ja, nicht Ziegel. Beton. So. Hä? Nein! Oh! Okay, wait. Ja, wie kriege ich dich jetzt wieder weg? Macht entladen. Fracht entfernen. Okay, Frachtverwaltung. Fracht verladen. Nein, nicht Ziegel. Beton. Richtig. So, jetzt haben wir zwei Beton geladen. Und da ist ein Anhänger mit Metall drauf. Hier, mit Planken. Und das heißt, wir müssen jetzt wieder zurückkommen, irgendwie. Und dann müssen wir das da hinbringen. Wer ist das vordere? Ne, Moment. Gerade hat einer geschrieben, verladen ist nur das hintere. Ne, 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 ne. Die sind beide fest, wenn ich das richtig sehe. Die sind beide fest. Ich würde jetzt auch eher außen rum fahren. Ich nehme nicht den gleichen Weg zurück, sondern fahre jetzt eher außen rum. Wir haben jetzt... Ich glaube, wir sind jetzt ein bisschen schwieriger. Wobei, ich glaube, das gibt uns auch mehr Grip. In meiner crazy Welt. Ja. Ja, weil wir schwerer sind, weißt du? Das ist bei Profi so, je schwerer du bist, desto mehr Grip hast du. Deswegen kann man das doch hier 1:1 auf dieses Spiel umwandeln, oder? Also ich glaube nicht, dass man sich schneller festgräbt, wenn man schwerer ist. Das ergibt für mich gar keinen Sinn. Warum sollte man schneller in den Sumpf reingehen, wenn man schwerer ist? Wo ist denn da die physikalische Logik? Ironie! Ah ne, wir sind ja hier nicht auf YouTube. Stimmt, bei Twitch sagt man Kappa, ne? Weil das Gewicht dich drückt. Weil du durch das Gewicht tiefer einsinkst. Shit! Alter! Beats me! I'm crying. Das wird nichts, wenn ich da reinfahre, das sage ich euch jetzt schon. Das wird absolut gar nichts. Ich nehme den anderen Weg, ich nehme außen rum, ohne Witz. Ich nehme den Weg hier, das können wir knicken. Das können wir komplett knicken, Chat. Das können wir knicken. Ich habe keinen Bock, da nochmal hinzufahren, nur weil ich hier aus Unterhaltungszwecken diesen LKW in diesem See da versenke. Anlauf statt Gleitgel und los. Oh Gott!
Ja, das funktioniert hier nämlich. Weil in dem Wasser wären wir einfach stecken geblieben, ich sage euch. Dann hättet ihr fies gelacht. Hey, Peter ist so doof. Und dann hätte ich das nochmal machen müssen. Das wäre scheiße gewesen. Nein, niemals. Guck mal, wie wir hier einfach easy durchfahren. Mit Vollspeed. Dann wird's ein Boot, wäre hier manchmal echt praktisch. Ich frage mich, ob das... Also natürlich gibt es Gebiete in der echten Welt, die halt wirklich so schwierig zu fahren sind. Aber was ich eigentlich mich auch frage ist... Nein, hier ist die Stelle wieder, ne? Müssen dann in diesen Gebieten auch dauernd solche Sachen geliefert werden? Dann wird sich ja doch irgendwann schon so ein Straßenausbau lohnen, würde ich sagen. Wie könnte links rum besser sein? Wir hingen da ja schon mal. Wir hingen da auch schon ohne Beton fest und mussten die Winde benutzen. Was nicht so awesome war. Oh. Komm schon! Ja! Yeah. Ah! Nice. Easy. Easy. So, jetzt holen wir uns hier vorne noch einen geilen Anhänger da. Ist hier eigentlich irgendwo eine Geschwindigkeitsanzeige? Nee, aber eine Anzeige, wie viel ich verbrauche an Sprit. Weil ich gebe Vollgas, dann ist das Maximum. Zu schön gewesen, wenn es auf Anhieb geklappt hätte. Beats me! I'm crying. Zack! Jetzt haben wir sogar, glaube ich, zu viel mit Metallplanken. Wobei jemand hat gesagt, einer braucht zwei Felder. Das heißt, es könnte sogar... Wobei, mir wurde vorhin angezeigt. Warte mal. Anbremsen. Wir haben... an dem Anhänger zwei Metallplanken. Wieso steht denn bei Truck, ich hätte nur... ein Metall... acht Fährladen. Acht Fährladen. Aha, da hatte vorhin doch jemand im Chat recht. Sorry, aber hier war ein Teil wirklich nicht richtig dran. Ich gebe das dann ja auch zu. Bitte entschuldigt, wir haben halt die Problematik häufig, dass das immer so eine 50-50-Nummer ist. Die Hälfte sagt halt wahre Sachen und die andere Hälfte hat noch weniger Ahnung als wir. So, jetzt links... Straße folgen bis da. Oh shit, da wird mir der Anhänger irgendwann im Weg stehen. Motor reparieren? Ach, was. Ja, wenn ich ins in die Werkstatt gehe, verliere ich meine Fracht und da habe ich keinen Bock drauf. Allrad aus? Wieso? Allrad ist doch gut. Ach, was, Fans, last words. Oh shit. Okay, jetzt nutzen wir Speed. Wir sind gerade voll drin. Houston! Ah, diese Steine hier, was soll denn das? Ja, Winde benutzen wir auch sofort. Aber ich will mich ja natürlich nach vorne winden.
das ist doch... Jetzt brauche ich eine Winde. Aber nach vorne habe ich keine. Okay, warte. Moment. Winde anbringen. Wir können nämlich auch Winden hinten an den Anhänger dran bringen. Wenn wir die Winde jetzt hier, Genius Peter mal wieder, damit befestigen, geben wir Gas und drücken den Anhänger nach vorne, Best-Case-Szenario. Oh. Oh, Peter, ey. Wenn ich nicht du wäre, würde ich ein Kind von dir haben wollen. Okay, wir hängen immer noch fest. Das ist jetzt natürlich belastend. Also das Ganze nochmal. Oh, knappe Nummer. Wir müssen halt wieder auf die Straße kommen. Neben der Straße gammeln ist ganz scheiße. Hier ist alles gerade ganz scheiße. Ah! Okay. Winde anbringen. Nein, das reicht nicht. Okay. Wir lösen. Ich falle halt immer wieder um. So. Ah! Ich wollte mal crazy machen. Oh, hier hängen wir jetzt aber auch richtig scheiße einfach. Einfach richtig dreckige Kacke. Okay. Okay. Beats me! I'm crying. Oh, da ist auch ein Baum. Winde anbringen. Okay, der Baum ist weg. Okay. Shit. Ah! Dann machen wir doch mal direkt Fernlicht an. Easy! Back on track, Leute! Okay, warte. Jetzt können wir wieder ein bisschen Gas geben hier, wa? Wenn wir nicht rumeiern. Okay, wir eiern immer noch rum.
18 Kilometer. Ja gut, das ist das Spiel, ne? Das hat schon so eine kleine Langsamkeit. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht wieso, aber ich stehe da drauf. Habe ich in der Ego eine Tachoanzeige? Gute Frage. Wahrscheinlich ist das eine Miles per Hour Anzeige, wa? Das ist ein km/h. Das würde eigentlich keinen Sinn ergeben, aber... Miles per Hour sind das wahrscheinlich auch nicht, oder? Ja, aber doch, wie schnell fahren wir wohl? So 15 km/h hätte ich schon abgekauft, aber das ist dann wohl doch eher eine Miles per Hour Anzeige. Zahl? Oh lol. Ich weiß, dass Miles per Hour. Miles per Hour ist mehr. Warte mal, 100 Kilometer pro Stunde sind 60 Miles per Hour, richtig? Pi mal Daumen. Also haben wir da ungefähr die Anzeige, die rechte Anzeige. Ah. Ich weiß immer, das weiß ich auch nur wegen Top Gear, weil die da immer gesagt haben. Haben die nochmal gesagt? Die haben nicht gesagt 0 to 60, die haben irgendwas anderes. 0 to 60 haben nicht gesagt. 0 to 60? Nee. Haben die nochmal gesagt? Nil. 0 to 60? Das würde Sinn ergeben, glaube ich. Oder haben die 0 to 60? Nord! Ich glaube, die haben Nord to 60 gesagt, ja. Ey, das ist ja unfassbar, wie viel schlechter man durch Matsche kommt als Asphalt. Jeder lernt die Welt. Nicht zu verwechseln mit Naughty 60. Die GIFs oder was? Peter Sprit. Ja, was ist mit Sprit? Wir haben 84 Liter. Komm mal doch easy bis dahin. Wir haben eh keine andere Wahl. Hier ist keine Tanke in der Nähe. Wir müssen jetzt bis da kommen, ansonsten wird das nichts. Ihr mehr Geld, wenn man die Videos auf eurer Webseite guckt. Ja. Das ist aber immer so ein bisschen tricky. Häufig fragen Leute, was bringt euch mehr? So direkt monetär bringt uns das mehr, wenn es auf der Webseite geschaut wird. Aber durch YouTube haben wir ja sozusagen überhaupt erst die Reichweite. Über YouTube habt ihr uns ja wahrscheinlich gefunden. Das heißt, wenn jetzt alle Leute unsere Videos auf der Webseite gucken würden, dann würden wir dafür mehr Geld bekommen. Aber wir wären nirgendwo mehr so wirklich, also wir wären halt nicht mehr auf YouTube, wo man neue Leute finden kann. Das ist ein bisschen blöd erklärt gerade von mir. Ich bin schlechter drin, das zu erklären. Aber wenn jetzt unsere Videos auf YouTube keine 200.000 Aufrufe mehr machen würden, sondern nur noch 30.000, dann würden wir halt in den Vorschlägen und Suchen überhaupt nirgendwo mehr auftauchen. Das heißt, das wäre auch nicht optimal. Aber ich glaube, das wird auch niemals passieren. Dass alle auf einmal dann irgendwie zu Pizza mit weg sind. Entladen, entladen, annehmen. Leute! Die
Straße ist wieder fit. Handbremse an. Das war... stressig. Ah. Geil. Guck mal, wie knapp das war. Mit dem Sprint. Das hätten wir echt fast nicht geschafft. Okay. Das haben wir gut gemacht. Die Gebirgsbrücke wäre dann der nächste, würde ich sagen. Die Gebirgsbrücke. Ach komm, wird er mich verarschen? Eine Metallplanken und zweimal Betonblöcke. Das kenne ich irgendwo, ja? Das heißt, wir müssen wieder hier hin, den Scheiß holen und müssen den dahin bringen. So, was wir natürlich tun könnten, in unserem kindlichen Enthusiasmus und Naivität, einfach hier so zu fahren. Hey, bitte sag mir, dass ich das auch dahin liefern kann. Das sieht so aus, als könnte ich das auch dahin liefern. Da oben ist direkt wieder eine Straßensperre, wollt ihr mich verarschen? Das heißt, wir fahren jetzt zur Tanke, fahren dann die Straße entlang und versuchen hier hochzufahren. So. Und gucken mal, wie das läuft. Klingt doch vernünftig, oder? Und ich mag es nicht, wenn es so dunkel ist, weil man dann nicht so viel sieht. Also machen wir es noch eben hell. Wird easy. Wird easy, sagt ihr. Finde ich gut. So, warte. Machen wir noch Allrad aus. Und cruisen jetzt schön zur Tankstelle. Ich bin jetzt auch ein bisschen pessimistisch eingestellt, was unseren Plan angeht. Aber wenn nicht funktioniert, dann oh Gott, funktioniert das halt auch nicht, ne? Was willst du machen? Ey, wann kommt die scheiß Tankstelle? Für mich sieht das so aus, als müsstest du eins dahin fahren und das andere auf die andere Seite. Gott, das sah für mich anders aus. Ich hoffe, das ist nicht so, das wäre richtig abfuck. Ja, und wir müssen das mit Anhänger machen. Oder müssen wir nicht, wir könnten auch einfach zweimal fahren. Da muss ich jetzt echt Allrad noch anmachen. Genau, probieren geht über Studieren. Ab ins Abenteuer. Was ist da denn jetzt noch? Sind hier zwei Quests? Ja, unser Tank ist wieder voll. Kurz die Quest da vorne noch annehmen. Du hast doch noch Stahl, den kannst du doch erstmal abliefern. Siehst du hier irgendwo Stahl? Ich sehe hier keinen Stahl. Irgendwie kann ich hier nichts tun. Oh oh. Mit Anhänger rückwärts fahren, ne? Kenne ich mich jetzt nicht so mit aus. Ich glaube nicht, dass ich das jemals schon mal gemacht habe. Wobei, muss man das nicht lernen für seinen Führerschein? Oder gibt es dafür einen extra Führerschein? Ich habe den Standardführerschein, aber ich weiß nicht, ob die irgendwann das mit dem Führerschein überarbeitet haben. Ich dürfte... Nee, muss man nicht. Nee, okay, ist extra, okay. Dann habe ich es nie gelernt. Was habe ich dann? Ja, B. Das ergibt Sinn.
Krasse ist, mein Vater hat noch so einen Stoffführerschein, weißt du, den du so ausklappen kannst. Ich weiß nicht, ob der noch aktuell geht, aber das war, daran kann ich mich noch erinnern, als ich noch was jünger war. Der durfte damit alles fahren. Alles. Scheißegal. Egal, ob der das gelernt hat oder nicht, das war schon krass. Selbst Panzer. Genau. Selbst Panzer checkt. Boot, Flugzeug, Heli, alles. Kein Ding. Rakete, UFO. Ja. Heute auch wieder. Ihr seid heute gut drauf, Chat, ne? Ich merke das schon. Ja, wir müssen hier hin. Das heißt, ich mache jetzt schon. Das wird nämlich sonst eh alles nix. Bobbycar. Hey, wir werden es probieren. Handbremse an. Muss hier nochmal kurz scrollen. Nehme ich nochmal hier kurz, während wir jetzt hier verzweifeln werden. Wahrscheinlich Formel 1, klar, sowieso. Wir werden uns noch kurz hier ein bisschen bedanken bei Leuten, die hier noch mal finanziellen Support dagelassen haben. Danke für Kies. Danke für Ernie Lex, der uns einen Sub verschenkt hatte. Vor einer Stunde, sorry. I'm New X2OT. Melgulas. Bugatti. Schmelbomb C. Wayachi. Torbi82. SVI Dart. Dankeschön für eure Subs. Wir, machen das hier einfach ganz easy. Beats me! I'm crying. Sag mir nicht, dass ich an dem Baum hänge. Ich wollte gerade sagen. Ey, hier wäre Unverschämtheit gewesen. Die Bäume seid doch keine Hilfe. Beats me! Ja, doch, soll dir wohl. Ein bisschen. Wird nichts. Was seid ihr denn alle so? Was glaubt ihr denn alle, dass das nichts wird? Pessimisten. Guck mal. Da vorne sieht ein bisschen eng aus, wenn ich ganz ehrlich bin. Irgendwie, ne, die sind sehr ausgeleitet. Gott. Beats me! I'm crying. Gott. Okay. Läuft noch. Zieh. Halten. Halten. Oder sieht matschig aus? Ruft jemand schon mal den Abschlepper? Ich sehe das optimistisch, dass das nichts wird. Ich krieg mega Bock auf das Game Center. Verstehe ich, das ist doch cool. Aber wenn ihr es kauft, über den Epic Games Store, vergesst nicht, Creator Code Pizza. Ist das ein Bibelstream oder warum sagt Peter so oft Gott? Ja, ist ein Bibelstream. Du siehst hier vor uns den Weg Jesus Christus. Er hatte nämlich viele Probleme zu bewältigen in seinem Leben. Okay, jetzt geht es gleich bergab. Danke noch, der böse Adi, Gaimi, Airliner, Mapi, ne, der wurde gegiftet von TC7A1, Async 10, Bait, Dennis Basinga, Steinbock, Mrs. Warrior, Schimpel, Niklas Gaming, Shadow Yeti, TH342, The Music Fan, Golix, muss ich mich kurz konzentrieren hier,
Hat er auch. Oh Gott. Beats me! I'm crying. Robby Rob, Extreme Demon, Asimasi, 4B4, Shinhundel. Hey Leute. Wieso zeigst du mir da dann? Also, dass es jetzt hier auch noch regnen muss, ne? Bin ich scheiße. Will jetzt nicht weinerisch klingen, aber bin ich doof. Beats me! I'm crying. Jetzt ein schönes, kaltes Oettinger Wetter, was spielt. Ja, nicht am Steuer. Okay. Beats me is smashing into everyone. Ach komm, das wird nichts rechts rum. Muss durch den Matsch gehen. Da haben wir wenigstens noch Bäume vor uns. Das funktioniert schon. Buchse. Ich hab den Kuchen gegessen, der war so lecker. Vielen lieben Dank. Dankeschön. König Heribert. Sergeant Panda. Soßenkran. BP Yannick. Rabe 77. Bite Knight. Hey Duda, Skurripi, PH1L, Bagira 27 hat einen Sub gegiftet, Robin Robstar hat gesubbt, vielen lieben Dank. Guck mal hier, aber es fehlte die doppelte Glasur. Da hat jemand aufgepasst. Okay. Leute, das hat so funktioniert, dass ich das nicht erwartet habe, ehrlich gesagt. Also, rechts, links, laden. Gibst du eigentlich die ganze Zeit Vollgas? Ja, tue ich tatsächlich. Ich gebe die ganze Zeit maximale Power. Oh no. Oh no. Ja. 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 Okay. Automatik. Allrad aus. Allrad wieder an. Werden die anderen auch mitspielen? Wir haben zu dritt schon eine Folge aufgenommen. Ja, war Christian am Stream? Nee, wer war da am Stream? Doch, Christian war am Stream und Jay war das Spiel eher nix. Und dann haben Christian, Sepp und... Ach Quatsch, Bram, Sepp und ich haben dann die Folge aufgenommen. Die kommt morgen auf YouTube. Wo wir zu dritt versuchen, sehr dumme Dinge zu tun. Sehr dumme Dinge zu tun. Chris hat schon bei dem Trailer zu dem Spiel, wir kennen das Spiel ja aufgrund des Gamster Trailer Reacts, da hat er schon beim Trailer gesagt, das wäre nichts für ihn. Hat mich persönlich auch überrascht, aber hey, die Wege des Gottes sind unergründlich. Und wenn die Folge morgen gut ankommt auf YouTube, ja, dann gibt es mit Sicherheit mehr Folgen. Okay, wait. Ich will mich schon mal richtig hinstellen. Jetzt wird's unangenehm. Nein, genau falsch. So, Pi mal Daumen wollte ich das. Okay, so nicht!
Okay. Ich bin maximal verwirrt. Ist ja voll eng hier alles. Aus dem Powers Approves. So! Nee! Hä? Als ob. So, jetzt aber. So, jetzt nochmal kurz gucken, was wir tatsächlich brauchen. Was war's? Die Gebirgsbrücke war es, richtig? Ja, Verfolgung starten. Lieferung zur Gebirgsbrücke. Oh mein Gott, ich glaube, du hast recht gehabt. Nee, hast du nicht. Ach, Gott sei Dank. Ich glaube, man kann beides zu beidem liefern. Bitte lass es beides zu beidem liefern sein. Ich glaube, man kann beides zu beidem liefern. Okay. Wait, ich sollte mir auch angucken, was da steht. Einmal Metallplanken und zweimal Betonblöcke. Da steht da so, dass man das sogar schubweise macht. Wir machen das natürlich alles auf einmal. Betonblöcke. Betonblöcke. Metallplatten. Nee, nicht um Truck. Um Anhänger. Metallplanken. Jawohl. Okay. Stehst die ganze Zeit hier im Mauszeiger? Ja, nicht cool. Die Frage ist, ist es fest? Ich hoffe es. Ich hoffe, die haben das dann auch festgemacht. Ja, sieht fest aus. Also mein Plan ist jetzt nicht genau den Weg zurückzufahren, sondern wir fahren jetzt hier hoch und fahren dann aber hier geradeaus und dann links. Da sieht das allerdings ganz schön matschig aus. Aber egal, das ist trotzdem unser Ziel, weil ich glaube, hier komplett drüber zu fahren ist schwieriger als einfach da geradeaus. Das ist so mein Gedankengang. Gucken wir mal. Dankeschön, FDR Cartman, Fuzzy Bear APX, Koxi 101, Robski Edelpick und Maxim NK. Wieso haben die da eigentlich so ein Schild hingestellt? Kann mir das mal jemand sagen? Das macht es den Truckfahrern hier auch nicht leichter. Ich glaube, den Berg kommst du auch einfach gar nicht mehr hoch. Das kann gut sein. Aber wir haben doch jetzt mehr Grip, Chat. Um das nochmal auszuführen. Dankeschön, Nimwet, für den Sub. Diff in den Kurven nicht anmachen. Da gibt mega viel Sinn. Ist die Map alles oder noch mehr? Ne, es gibt drei von diesen Maps. In unterschiedlichen Bereichen. Du hast jetzt hier, hast du halt so das feucht, ja, was heißt feucht? Ist das schon dieses matschige, herbstliche, sag ich jetzt mal. Dann hast du eine Map, in der es Schnee ist, gibt. Die ist so komplett vereist, mit vereisten Straßen, wo du dann auch aufgrund der Glätte halt rutscht. Und dann hast du noch eine Map, die kann ich euch auch eigentlich zeigen hier, warte mal. Globale Karte. Hier, Alaska ist das mit dem, mit alles ist vereist. Wait. Gibt es pro Map vier Gebiete? Wait. Das ist eine von vier? Nur für Michigan? Holy shit! Das Spiel ist ja fucking riesig. Und dann hast du hier noch Time, ja. Da hast du es dann so ein bisschen feuchter, anders feucht, schwierig zu sein. Also damit, das hatte ich bis gerade nicht gecheckt, dass dieses Spiel so fucking groß ist. Holy moly, das ist ja unendlich viel Content. So, wir bleiben aber hier schön auf der Map. Alaska habe ich eine. Alaska kommt dann morgen im Video. Aber hier kein Stress, Leute, ne? Das Spiel ist kein Spiel des Stresses. Alle Zeit der Welt.
Wieso ist das gerade passiert? Irgendwie ist gerade die Differentialsperre ausgegangen und ich bin mir nicht so ganz sicher, wieso. Das ist jetzt blöd, aber auch nicht schlimm. Hä? Handbremse. Winde anbringen. Da. Okay, das geht aus irgendeinem Grund nicht. Da? Ja, das geht aus irgendeinem Grund auch nicht. Wieso nicht? Was ist hier gerade los? Keine Winden anbringen gerade. Aber die automatische Winde funktioniert. Okay, Moment, ich will das noch mal kurz testen. Jemand hat gerade gedrückt halten geschrieben. Ne, das funktioniert leider auch nicht. Okay, Winden funktionieren jetzt gerade gar nicht mehr manuell. Okay. Das könnte schwierig werden dann. Aber vielleicht klappt es ja trotzdem. Guck mal, wie wir uns hier hoch fressen. Unser Motor ist einfach und die Reifen einfach ballern sich da durch. Ballern sich da durch. Ja, da kann ich mich jetzt nicht mehr rauswinden, genau. Nur das da vorne, das sieht irgendwie steil aus. Ja, wir sind halt echt so eine richtig geile alte Bergziege, weißt du? Die sich auskennt. Die weiß, was abgeht. Diese Steine sind auch nicht hilfreich. Da ist der Matsch ja vielleicht sogar schon angenehmer als so scheiß Steine. Vielleicht ist der Matsch aber auch nicht angenehmer. Wir sinken tiefer ein, Leute. Mein Problem ist, da vorne, da vorne sind halt auch wieder Bäume. Da könnten, solange wir Bäume in der Nähe haben, müsste das noch gehen. Müssten wir das irgendwie schaffen, weil da kannst du halt die Winden dran anbringen und dann müsste das gehen. Okay, also hoch haben wir es geschafft. Der Fluss da vorne bereitet mir sehr große Sorgen. Sehe ich nicht so viele Bäume. Ich halte mich mal ein bisschen links. In der Hoffnung, den einen Baum da links, wobei der wahrscheinlich auch einfach umkippen wird. Okay, Power jetzt. Komm schon, LKW. Winde! Der Baum hält! Der Baum hält! Guckt euch das an, was wir hier an Material durch den Schlamm schleppen. Das ist der Shit. Mensch besiegt Natur. Solange die Differentialsperre an ist.
Dankeschön, Abrad Offline Claire. Foracious 2, Foracious 2, Chuck 237, Lauer Wolf 82 und L1EC. Vielen lieben Dank für eure Subs. Ey! What the fuck? Ich hab Handbremse angehabt, wieso bin ich gerollt? Schnell verladen. Geil. Verladen! Oh yeah, Leute! Oh yeah, Leute! Annehmen! Oh yeah, Leute! Das heißt, wir haben jetzt hier eine geteerte Straße. Vom Dorf bis hier über die Brücke links. Ne, da ist nicht geteert. Hier ein Stück, da ist wieder nicht geteert. Aber hier. Und da ist direkt auch wieder. Was ist denn hier jetzt schon wieder? Nee, das wollte ich nicht. Straßensperre. Wieso ist da eine Straßensperre? Straßensperre. Zwei Ersatzteile. Wo bekomme ich Ersatz? Natürlich bekomme ich im fucking Lager Ersatzteile. Das ist doch jetzt hier. Aber ich brauche nur zwei Ersatzteile. Wenn ich jetzt Bergen mache, werde ich dann mit Anhänger zurück in die Werkstatt gehen? Shattered Upgrade ist da unten irgendwo in den Sümpfen. Da kommen wir jetzt gerade eher nicht so hin. Ich probiere es mal. Truck, da steht eine Truckbergen. Anhänger entfernen. Das ist natürlich jetzt belastend. Anhänger brauche ich natürlich. Den will ich hier jetzt ja nicht einfach nur stehen lassen. Also müssen wir als erstes mal zurück zur Tankstelle, würde ich sagen. Das Upgrade kriegen wir da unten nicht. Wieso bin ich so langsam? Achso. Da muss man. Oh Gott, da muss man wahrscheinlich runter und dann irgendwie rechts in den Schlamm. Aber dafür haben wir definitiv nicht den richtigen Wagen, um da jetzt dieses Upgrade zu holen. Das machen wir mit einem anderen Wagen irgendwann mal. Ja, ich würde am liebsten tatsächlich einmal zurück und mir geilere Reifen kaufen, ehrlich gesagt. Aber ich will den. Ich will den Anhänger nicht einfach hier stehen lassen. Das heißt, wir fahren jetzt zur Tanke, tanken und fahren dann zur Werkstatt. Und wir tanken auch nur, weil die Tanke einfach am Weg liegt. Ich mache heute bis ungefähr 15 Uhr. Eine Skala von 1 bis 10. Wie taugt das Spiel bis jetzt? Mir macht's Spaß. Auf einer Skala von 1 bis 10 finde ich schwierig zu sagen. Das Spiel, was ich gerade am liebsten spielen wollte. Erstmal Kraftstoff wieder voll machen. Das ist halt wirklich ein Spiel zum Chillen, muss man halt echt sagen. Wir müssen links zur Werkstatt, zur Garage, wie der auch schon steht. Der Weg war, glaube ich, auch nicht so leicht, wa? Ist nachher noch ein Stream? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, heute gibt es keinen mehr, weil wir starten ja morgen um 10 dann unseren 25-Stunden-Stream. Wieso kommt eigentlich dieser scheiß Mauszeiger immer in die Mitte? Geht mir hardcore am Sack.
hates me! I'm crying. Warum 25 Stunden? Weil wir 5 Leute sind und den durch 5 teilen und dann jeder 5 Stunden macht, sodass wir am Stück auf 25 Stunden kommen. Oh oh. Beats me! I'm crying. Beats me! I'm crying. Fünf Stunden Mountain Blade? Nee. Ach komm, der blöde. Oh nein. Seht ihr den Stein da? Ich glaube, der macht das so ein bisschen kaputt gerade, der blöde Stein da. Ja, ich entscheide mich, glaube ich, auch eher für links. Jetzt komme ich auch nicht mehr zurück, weil da dieser Scheißstein ist. Gut drin. Pack mir, ey. Das ist gut. Das ist gut gewesen. Yes. Ich sehe Fortschritt. Yes. Muss nur dranbleiben, hier kommt man schon noch raus. Außer man liegt am Kopf oder auf der Seite, was mir eventuell in diesem Stream auch schon mal passiert ist. Veloin, Dankeschön für dein Sub, genauso wie NFLX399. Captain Pudding, Elgato, for that Doc Riddle, Dankeschön, Mr. Inkus, Rekram und Dr. Krombacher. Bist du noch blau und Mountain Blade 2, wenn ja, wie lange und wie oft und warum jetzt nicht? Aktuell nicht SMRRBRD. Dankeschön, auch danke dir für den Sub. Aktuell kein Mountain Blade. Wir haben uns ein bisschen satt gespielt, was das Spiel angeht. Das wird ja irgendwann dann doch recht grindy, wenn du erstmal dein eigenes Kingdom hast. Ich glaube, ich hatte. Wie viele Städte hatte ich? 4? 4 Städte und ganz viele Burgen. Ja. Was sich dann alles noch ziemlich wiederholt. Und ich hatte unendlich viel Geld. Das war dann so der Zeitpunkt, wo ich dachte, ja gut. Gucken wir mal, in welche Richtung sich das Spiel entwickelt und gucken wir da mal wieder in einem Jahr rein oder so. Wenn es sich weiterentwickelt hat, vielleicht aus Early Access raus ist und es so richtig krasse Mods gibt. Den Trailer habe ich tatsächlich noch nicht gesehen von Scrap Mechanic. Nehmen wir nochmal angucken. Ach komm.
Sollte heute nicht um 5 der Trailer von Valhalla gezeigt werden. Ja, ich glaube schon. 17 Uhr ist, glaube ich, die Veröffentlichung, ja. Oh. Ach, come on! Alter! Oh, das ist jetzt ein Witz. Gib mir kurz, Chat. Gib mir kurz. Ich sehe noch Bewegung. Bewegen uns minimal nach vorne. Guck mal, wie weit wir schon weg sind von unserem Laster. Ach, Laster. Anhänger. Ja, der Grip fehlt. Wir haben keinen Beton geladen. Das ist das Problem. Das ist halt so ein bisschen die Sache. Scheiße, Alter. Nee, nee, nee. Das nicht. Okay, das nervt jetzt. Eine Nix-Lieferung. Unseren Anhänger hatten wir ja eh schon abgekoppelt. Ja, nächstes Mal nicht die Kurve abkürzen. Ist eine gute Idee, aber wollte frech sein. Es ist kaputt! Danke, danke schön, danke. Hä? Aber ja, über die Schnellbutton geht's. Also, warte mal, ich löse die Winde nochmal. Mit der Maus weiß ich halt nicht, wie es geht. Warte mal, wenn wir hier... Normalerweise gehe ich auf Funktion. Und bei Maus und Tastatur bekomme ich nicht mal die Möglichkeit, die Winde auszuwählen. Interessanterweise. Das ist hier nicht mal an. Wenn ich jetzt aber auf Controller wechsle, kriege ich die Option, Winde auszuwählen. Ah, du musst quasi mit der Maus ziehen, oder was? Ah... Okay, Winde lösen. Winde lösen, Winde anbringen. Okay, jetzt geht's auch wieder. Ja, ist einfach ein Bug. Ja. War einfach kaputt. War einfach kaputt, Chat. Einfach kaputt. Was halten wir davon? Nix halten wir davon. Die schönen Scheinwerferchen an. Huh.
Komm, den Anhänger kriegen wir da auch noch raus. Der Jeep ist einfach OP. Das ist ein DLC-Auto, es muss OP sein. So, machen wir vielleicht noch so und so. Und den ziehen wir da einfach durch den Schlamm mit unseren Riesenreifen. Kein Ding! Kein Ding! Ja, pay to win. Dankeschön, netter LP-Crafter, für die 5 Euro Trinkgeld. Soll ich den Script Mechanic Trailer noch am Ende von Stream ein bisschen die anschauen? Ja, können wir machen. Lösen. Bergen. Möchtest du dein Fahrzeug zurück in die Werkstatt bringen? Möchte ich. Denn ich möchte jetzt diesem Fahrzeug joinen. Pete's meat! I'm crying. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, wa? Nope, Anhänger steht so weit weg. Dann machen wir nochmal kurz Automatik. Ja. So, haben wir ihn hier. Sind wir doch gut zu Hause angekommen. Und wisst ihr, was wir jetzt mit dem machen? Wir verkaufen den. Mit einem geilen Slide. Scheiße, wie verkaufe ich den denn? Und wie kann man einen Anhänger verkaufen? Dritte von oben stand verkaufen. Ah. Perfekt. Ja genau, ich verkaufe mir jetzt hier alle Anhänger einfach und dann hole ich mir die wieder, wenn ich sie brauchen sollte. Machst du da nicht Minus? Nope. Das ist exakt die gleiche Summe. Wir rasen hier richtig. Hier wird gerast. Wait, wieso kann ich den nicht verkaufen? Das ist ja frech. Der taucht hier nicht auf. Ah, das ist natürlich blöd. Den muss man woanders hinbringen. Na gut, dann verkaufe ich den halt nicht. Guck mal. Einfach perfekt habe ich den da wieder daneben gestellt. Einfach perfekt. Das... hat fast professionell ausgesehen, ja. So, dann bringe ich den jetzt hier mal weg. Und dann schauen wir uns noch den Scrap Mechanic Trailer an. Abstellen,